Wie will Soline Omar das bloß alles schaffen? Die Drittplatzierte der 16. Germany's Next Topmodel Staffel startet aktuell durch. Und zwar, und das ist nicht selbstverständlich, als Model. Für gewöhnlich orientieren sich die GNTM-Girls nach der Castingshow eher weg vom Traum des Laufstegalltags und hin zum Influencer-Dasein. Nicht aber Soline. Die gebürtige Syrerin ist im Netz zwar auch aktiv, aber vielmehr, um ihre Follower an ihren vielen Bookings teilhaben zu lassen. Ja, richtig gehört, für die Hamburgerin gibt es gerade nur ein Gas, Vollgas. Soline zieht einen gut bezahlten Job nach dem anderen an Land. So berichtet sie Promiflash schon davon, dass sie für die nächsten 6 Monate das Gesicht der Marke Schwarzkopf ist. Auch für Designer Marcel Ostertag und Lala Berlin wird Soline erst kürzlich gebucht. Doch die dunkelhaarige Schönheit hat noch weitere Ambitionen, wie sie Promiflash im Interview verrät. Ich möchte mich auf meine Karriere konzentrieren und natürlich auch nächstes Jahr anfangen zu studieren. Ich muss alles so managen, aber ich glaube daran, dass ich das schaffe. Neben ihrer Modelleidenschaft möchte Soline sich ein zweites Standbein aufbauen. Denn ob sie in 20 oder 30 Jahren immer noch über die Catwalks der Welt schweben kann, kann ihr niemand zusichern. Ich liebe es genauso, hinterm Kamera zu sein, als auch vor der Kamera. Und hoffentlich auf einem Tag, wo ich ein Creative Director bin. Kommunikationsdesign möchte ich studieren tatsächlich. Na, da kennen wir doch noch einen ziemlich erfolgreichen Herrn aus der GNTM-Branche, der sich längst als Creative Director weltweit einen Namen macht. In Thomas Hayos Fußstapfen zu treten, wäre ein absoluter Traum für Soline. Erstmal muss die Powerfrau das Studium aber in ihren rappelvollen Terminkalender quetschen. Immerhin betont das Model kurz zuvor noch: Also ich muss sagen, ich komme gar nicht zur Ruhe. Ich war fertig mit Finale und danach ging es direkt weiter einfach mit Job. Und es kommt noch mehr. Also ich spreche immer mit meinem Manager und ich bin so: Wann machen wir Urlaub? Wann machen wir Urlaub? Und er so: Du musst Urlaub machen. Ich so: Nein, ich bin ein Arbeitstier, ich arbeite durch. Unter so viel beruflicher Last auf Solines Schultern leidet natürlich auch ihr Privatleben. Ihre Familie sieht die 20-Jährige zurzeit eher weniger. Und auch mit ihrem Freund, der sie während der GNTM-Staffel noch unterstützt, ist sie nicht mehr zusammen. Mit ihrem vollgepackten Alltag und vor allem ihrer Zeit bei der Sendung hat das aber nichts zu tun, stellt sie klar. Ich glaube, ich kann so oft betonen wie möglich, dass es nicht durch die Sendung ist. Man wird das schon irgendwie sich denken, ja, das und das, deswegen gehe ich gar nicht darauf ein. Ich sage, es ist nicht dadurch, aber wenn man es denkt, dann denkt man es halt. So viel ist sicher. Bei Solines Pensum ist eine Pause sicher bald nötig. Spätestens, wenn es dann noch zusätzlich ans Studium geht.